Oh, wo sind wir denn hier, Nettes? Hallöchen. Oh nein, ich kann nachladen. Alter, gehst mir echt auf Eier. Er zieht den Agent. Egal. Hau ihn nicht. Terminal benutzen. Öffnet bestimmt die Türen. Nice. So, hab ich 100 etwas gefunden. Achso. Dankeschön. Ja, wir gehen weiter. Ey, was soll das denn? Voll in den Korb rein. Bam, kritisch. Voll durchgezogen. Alles klar. Aber warte mal, warum kann ich denn nicht... Ah, jetzt verschwindet es. Zum Wet Away, Wet X. Wieder stehen für 100, okay. Supporten wir oder machen schnell. Ruf nach dahin. Was hat das denn? Sprecher von Extremen, dazu zählen unter auch der Breitstreiter, Fatman, Flammenwerfer, Gatling Gun, Miniguns und Raketenwerfer. Gatling Laser. Oh, das könnte noch interessant werden. Die ganzen Waffen umgestalten. Dann die ganzen Möglichkeiten. Da werde ich irgendwie süchtig. Kann auch bei dem Spiel süchtig werden. Nach Wedex Psycho Jet. Ich glaube noch Mentos. Oder Mento. Irgendwie sowas. Mendos. Irgendwie sowas. Komisches Zeug noch. Hat knapp. Bereit, ein paar Ausgelehrte. Wie läuft die Suche? Hab's gefunden. Natürlich. Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Natürlich. Hier. Deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungs. Aha. Da draußen gibt es noch immer Unmengen an unentdeckter Technologie. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Nö. Jetzt gerade. Es geht gerade nicht. Verstanden. Du brauchst noch Zeit. Komm auf jeden Fall. Willkommen zurück. Ich hätte dann noch eine Mission für dich, wenn du bereit bist. Was hast du denn? Gibt es etwas, das ich hier auf dem Revier tun kann? Nein, ich brauche dich im Feld. Reese und Hayden haben die Dinge fürs Erste im Griff. Bist du bereit aufzubrechen? Mach gleich. Wunderbar. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Gab es eine Rettungsmission? Nein. Die Bruderschaft hat weder die Ressourcen noch das Personal für eine solche Suche. Jeder, der sich für Erkundungsmissionen meldet, kennt die Risiken. Unser Leben hängt von unserer Ausbildung und von unseren Teamkollegen ab. Aber wenn wir ein Team verlieren, gedenken wir derer in Ehren, die im Dienst ihr Leben lassen. Es obliegt uns, wenn möglich, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Okay. Wo soll ich anfangen? Der Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morgan. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Alles klar. Dann machen wir die Mission noch. Guck, wo ich anfangen muss. Eigentlich auch wieder zurück zu unserer Heimatstadt. Zahnräder und sowas abgeben, beziehungsweise Material mal da lassen. Weil ich habe, glaube ich, einiges
Ah, ich habe einiges mit. Wenn jetzt uns mal nach da oben erst wieder hinbegeben. Jo. Um uns ein bisschen zu entleeren, waffenlos zu werden, sowas. Attack of the Fishman. $29. Dass ich wieder ein bisschen Platz schaffen kann. Ich habe gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Ja, aber nicht heute. Schaffe ich doch nicht alles. Also, die kann weg. Den Revolver tue ich mal. Die Automatikpistole mag ich nicht. Da kann eine davon rein. Maschinenpistole, Leuchtpistole sollte ich ja mitnehmen. Das Gewicht war ziemlich. Ja, packe ich das hier rein. Nuke-Granate. Ja, das behalte ich natürlich. Schrotflinte. Das kann weg. Das. Müssen wir wieder rüber switchen. Waffen. War das die? Das Jagdgewehr auf jeden Fall. Jagdgewehr kurz. Obwohl, das ist kalibriert. Packen wir erstmal hier drauf. Rüstung. Voltanzug. Die könnte ich vielleicht verwerten. Wenn ich das machen kann. Was baust du da? Militärische Zeug ist nicht so mein. Das weiß ich noch nicht, was ich da baue. Das Schießen für mich übernehmen. Aber ich bin nicht wählerisch. So, und vielleicht. Ich will kein Kleber. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Ne, ist auch richtig. Ich brauche auch nicht alles. Kann ich das denn hier auch verwerten? Klammer, ja, die kann ich mitnehmen. Aluminium. Das ist jetzt eigentlich nur noch so. So können wir auch von hier aus zugreifen, okay. Obwohl ich würde gerne die Modifikation eigentlich. Schrotthilfsmittel, ja, das ist ja egal, das kann ja alles hier drin bleiben. Hilfsmittel, Bier, aufbereitetes Wasser. Das kann eigentlich. Da, Mentats. Mutabeeren, right away, Stealth Packs, ja, die sind wert 100. Zuckerbomben. Tato, den Rest bald hier vielleicht. Blutpack bald hier auch noch. Ich habe schon in schlimmeren Löchern gelebt. So. Ne, den behalte ich noch. Brauche ich nicht. Kalibriert, kurz. Jagdgewehr. Kurz kann weg.
Wenn ich das gleich jetzt noch bei Rüstung machen kann, wäre das natürlich nice. Jawohl. Kriegen wir auch ein bisschen zusammen. Umgürtelt. Ja dann. Ja, hier würde ich jetzt das reinpacken. Eine Pistole, Minigun. Den Revolver lasse ich noch hier. Ne, die Granaten nehme ich mit. Aber die Minen brauche ich nicht. Kalibriert auf jeden Fall, das brauche ich nicht. Die Muskete brauche ich nicht. Nee, nee. Kann ich mitnehmen. Sind noch. Ah, nee. Ich bin gerade beschäftigt. So, jetzt will ich ein bisschen mal kann ich das hier ein bisschen verwerten irgendwie hier? Das Zeug irgendwie ein bisschen verwerten können, Labor. Hm. Vielleicht kann ich das auch fallen lassen. Ah, die Uhren geben Zahnräder. Ich glaube, der Schutz kann ich jetzt ausbauen, ne? Jawohl, wir können 2 Türme bauen. Das heißt, ich muss auch ein paar Uhren einsammeln. Kann ich das nicht oben aufs Haus bauen? So hinterhältig. Da halt's nicht. Komm mal mit. So. Jetzt werde ich mir noch Posten hinstellen. Kann ich den nicht da? Aber ich kann so machen. Dann kann man sich hinstellen. Nötigt natürlich einen Mann an der Position, aber das ist egal. Kann man sich ein bisschen so aufbauen. Hier mal auch schnell so einen Durchgang. Die auch ein bisschen Schwachsinn ist. So. Die müssten uns eigentlich woanders hinstellen. Ich mach's jetzt erstmal kaputt, das heißt, wir werden
das Ding dahin setzen, den weiter unten hin. So. Wir machen das funktioniert so. Das heißt, wir haben. Nein. Jetzt kann ich da mit ihm wieder quatschen oder nicht? Ich glaube, das war das Einzige, was ich noch machen musste. Schutz. Ah, wo ist er? Ah. Alles endbar? Scheint wirklich was zu werden. Oh, ist ja schon mal gut, dass was passiert. Sieht nie aus. Mais, Karotte. Das ist schon mal gut, das heißt. Ich werde mich mal ein bisschen um Essen auch weiter kümmern. Ressourcen, Essen. Hohen haben wir einige, das heißt, wir können vielleicht noch hier eine zweite Reihe aufbauen. Das sind jetzt ein paar von den Kürbissen. Kürbisse for the win. Was anderes. Tato. Oh, ein Bäumchen. Bäumchen können wir hier anbauen. Zack. Herrlich. Jetzt müssen wir unserem Klon sprechen. Wo ist er denn? Wo ist denn schon? Hat er also. Hi. Danke, dass du das erledigt hast. Natürlich. Wir alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Zu Hause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Ja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Sentry, das heißt, wir haben Sentry abgeschlossen. Und können bald wieder ein bisschen aufhören. Cockworth hat das gefallen. Super Sache. Gut. Dann würde ich sagen, mit den Geschützen und den nächsten Missionen beende ich hier die Aufnahme erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Fallout 4, der Behinderte im Ödland. Ich weiß, das sagt man nicht, aber der Bekloppte im Ödland. Passt bestimmt auch. Und nicht vergessen, nächstes Mal küren wir vielleicht den nächsten Ödländer des Monats. Abwarten, bis der in euch Flash unter P und macht's gut und überlebt länger.